Vor langer Zeit lebte in der kleinen Stadt Nazareth eine Jungfrau namens Maria. In jener Zeit hatten viele Menschen Gott vergessen und daher beschloss Gott, ein kleines Kind zu schicken, das unter den Menschen leben und heranwachsen sollte. Dieses kleine Kind sollte den Menschen Gott wieder näher bringen. Gott wusste, dass Maria ihn liebte, und so wählte er sie aus, die Mutter seines Kindes zu werden. Er schickte einen Engel zu Maria, um ihr von dem Kind zu erzählen. Der Engel lächelte und sagte: Fürchte dich nicht, Maria. Gott hat mich mit einer frohen Botschaft zu dir geschickt. Du wirst ein Kind bekommen, einen Jungen. Sein Name soll Jesus sein. Er wird der Sohn Gottes genannt werden. Maria lebte in Nazareth bei Josef, dem Zimmermann. Josef liebte Maria und wollte für sie und das Kind da sein. Also nahm Josef Maria zu seiner Frau. Ein Bote des Königs Herodes verkündete das Abhalten einer Volkszählung. Jeder sollte sich an seinem Geburtsort zählen lassen. So machten sich Maria und Josef auf den langen Weg von Nazareth nach Bethlehem, um sich in Josefs Stadt eintragen zu lassen. Ihr treuer Esel begleitete die beiden auf ihrer anstrengenden Reise. Als Maria und Josef mit ihrem Esel endlich in Bethlehem ankamen, waren beide sehr müde. Sie benötigten dringend Ruhe und so fragten sie an den Wirtshaustüren nach einem Schlafplatz. Doch niemand hatte ein Zimmer frei. Erschöpft klopfte Josef an die Tür des letzten Wirtshauses in der Straße. Hast du ein Bett für die Nacht? Meine Frau ist müde. Sie erwartet ein Kind und wir sind schon so weit gekommen. Bedauere sehr, es ist kein einziges Zimmer mehr frei. Ich kann euch meinen Stall anbieten, wenn es euch nichts ausmacht, ihn mit den Tieren zu teilen. Danke, das wird uns wohl genügen. Noch in derselben Nacht wurde in diesem Stall in Bethlehem neben den Tieren das Jesuskind geboren. Maria wickelte es in Tücher und legte es in eine Krippe mit Stroh. Thank you.
In der Nähe, bei den Hirten und ihren Schafen, erstrahlte der Himmel. Ein Engel erschien und verkündete die frohe Botschaft. Fürchtet euch nicht, denn sehet, ich verkünde euch eine große Freude. Heute Nacht wurde Jesus geboren, der Sohn Gottes. Gehet zu ihm, der Stern führt euch zum Stall. Dann erschien ein ganzer Engelschor und sang: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Die Hirten fanden das Jesuskind in Tücher gewickelt in der Krippe im Stall. Sie knieten betend nieder und dankten Gott.